Es gilt die Regel No Contact mit deinem toxischen Ex. Es gibt aber Situationen, etwa wenn Kinder aus der Beziehung entstanden sind oder wenn es um gemeinsame Verträge geht, wo ein Telefonat vielleicht unumgänglich ist. Wie sollst du dich da verhalten? Mein Tipp: Bereite dich auf ein solches Gespräch mental vor. Sage dir, dass nur dein Kopf bei diesem Gespräch arbeiten wird. Wohin dich dein Herz mit diesem Menschen geführt hat, hast du ja gesehen. Du wirst beim Gespräch also nur Kopf sein. Wichtig, sachliche Dinge zum Thema aufnehmen. Kritik oder Schmeicheleien müssen da rein und da rausgehen. Ebenso wie Sarkasmus und Beleidigungen. Du darfst dich nicht mehr von ihm oder ihr manipulieren lassen. Das haben dein Narzisst, deine Narzisstin ja lange genug getan. Du hast es überstanden? Glückwunsch! Nach dem Gespräch wirst du ohnehin noch einmal Wort für Wort durchgehen. Das ist zwar schlecht, denn du kannst am Gesagten nichts mehr ändern und fällst vermutlich erneut wieder in das Karussell, dem du vor dem Gespräch noch entflohen warst, aber vermutlich wird es so kommen. Sei es drum, nach dem Gespräch mit deinem Narzissten, deiner Narzisstin, solltest du dich daher ablenken. Notiere noch die wichtigen Punkte, Sachpunkte und nur diese aus dem Gespräch und dann schalte wieder ab. Das geht am besten mit Ablenkung. Ideal wäre es, wenn du gerade nach so einem Gespräch mit deinem Ex weiter mit Vollgas am Aufbau deines Selbstwertes arbeitest und dir klar wird, dass du niemanden, schon gar nicht einen Clown wie den Narzissten brauchst, um Liebe zu empfinden. Du musst dir sagen, ich bin für mich genug. Ich brauche niemanden, um glücklich zu sein. Das geht auch gar nicht. Du musst mit dir selber glücklich sein. Und das, was ein Narzisst nie kann und können wird, sich selbst zu lieben. Du kannst und wirst es lernen müssen. Denn wenn du nicht an dir arbeitest, dann wirst du lange leiden und noch schlimmer auf den nächsten Blender wieder hereinfallen. Viel Erfolg!